Hallo, ich bin Maria und in diesem Video zeige ich dir, wie du dieses gruselige Halloween-Herbstbild mit einem Deckfarbkasten, Bürstenpinseln, wenn du hast, auch einen Fächerpinsel. Gut, ist auch ein ganz kleiner normaler Pinsel. So einer hier, schön spitz. Gouache-Weißer und Aquarellpapier. Das ist am besten Baumwollpapier, 100% Baumwolle. 300 Gramm pro Quadratmeter malen kannst. Los geht's. Mit dem Bleistift mal vorzeichnen und nicht so doll aufdrücken. Das machen wir jetzt als erstes. Am einfachsten geht so eine Vorzeichnung, wenn man sich vorher schon Gedanken gemacht hat, was man aufs Bild malen will. Das kann man zum Beispiel hier auf so einem alten Zettel machen, einfach so, wie man das kann. Oder so kann das aussehen. Also man macht sich erstmal Gedanken, wie man die Sachen auf das Blatt malen will, dass die auch alle drauf passen. Das hier sind die zwei Entwürfe von den Kindern, die heute mit mir malen. Ich mache hier nämlich jetzt mir eine Idee, so wie ihr das gemacht habt, was auf mein Bild soll. Ich mache das Bild auch Querformat. Das nennt man Querformat, wenn es so rum ist. Wer weiß, wie man das nennt, wenn man es so rum macht? So? Wie nennt man das? Hochformat. Ja, man kann entweder ein Bild im Querformat und im Hochformat malen oder quadratisch. Manchmal hat man auch Oder so. aufhängen. Na, aufhängen, genau. Das ist ja die Frage, wie rum du dein Bild dann aufhängst. Ob du es im Querformat oder im Hochformat malst. Ich mache auch Querformat. Ich mache hier auch Wiese, so wie ihr das habt. Frankenstein mache ich nicht. Ich gucke mal bei dir ab. Was gibt es bei dir? Bäume. Bäume finde ich gut. Hier ist ein Kürbis. Ich male den Kürbis nicht in die Mitte. Du hast deinen Kürbis in der Mitte. Ist aber, wenn man was in der Mitte malt, sieht das Bild dann immer ein bisschen langweilig aus. Das ist immer besser, das so auf ein Drittel zu malen. Also eins, zwei, drei. Ja, also aufs Drittel zum Beispiel hierhin könnte ich einen Kürbis malen. Das ist jetzt nämlich meine Bildplanung. Ihr habt ja auch eine Bildplanung gemacht, gell? Und ich muss auch eine machen. Und ich mache jetzt noch hier, mache ich einen Mond hin. Der kann hier dann hier hinten leuchten und da mache ich auch eine Hexe. Ich finde die Hexe cool. Meine Hexe soll aber in die andere Richtung fliegen, weil es immer nicht so gut aussieht, wenn die Hexe aus dem Bild so rausfliegt. Ja, es ist immer besser, wenn sie ins Bild reinfliegt. Das hier, das soll die Mütze sein. Also ich muss doch noch mal genau gucken, wie eine Hexe aussieht. Die sitzt da hier so drauf mit den Armen, da hält sie sich fest und hier ist der Besen. Beine hat sie auch noch. Also irgendwie so. Wir werden das dann schon hinkriegen. Es ist ja nur meine Bildplanung. Bildplanung muss nicht wunderschön sein. Man muss nur wissen, was man Aber hinmalen der will. Kurs ist schon cool aus. Kürbis sieht schon gut aus. Okay, das soll die Hexe werden. Ein paar Bäume mache ich auch hier hinten hin. So, die werden dann ganz dunkel. Wenn ihr eine Bildplanung macht, könnt ihr schon das, was ganz dunkel werden soll, schon dunkel malen. Dann seht ihr nämlich, ob das gut aussieht, was ihr euch da überlegt habt, oder ob es eigentlich gar nicht so gut zusammen aussieht. Aber so könnte das was werden. Ja. Ist doch ganz gut. Und hier auf jeden Fall irgendwie auch gruselig, Ich finde gruselige es lustig, Augen. So. dass dieses Ding ins Video eingespielt hat. So, da kriegt er hier noch einen gruseligen Mund. Ist doch nicht gruselig. Ja, irgendwie so mit Zähnen. Und damit man den Mund besser sieht, deswegen mache ich eine Planung. Das ist meine Bildplanung. Genau, deswegen mache ich eine Bildplanung. Das sehe ich jetzt, das Gras darf ich nicht so hoch malen, weil sonst sieht man den tollen Mund nicht. Mache ich das Gras ein bisschen runter. Und unser Ziel ist es als erstes jetzt vorzuzeichnen, ohne so doll aufzudrücken. Also ganz locker. Vorzeichnen geht am besten mit harten Bleistiften. Das hier ist 2H. Wir haben uns so ein paar Vorlagen aus dem Internet ausgedruckt in Schwarz-Weiß. Bitte schön. Da kannst du auch abschauen. Ich mache das nämlich so, dass ich jetzt mein Bild hier angucke und ich schaue, wo ist die Mitte von meinem Bild? Hier. Dann weiß ich nämlich, was ich bei mir jetzt gleich in der Mitte malen muss. Da ist nämlich das Auge von dem Kürbis. Also hier in der Mitte male ich mir einfach schon mal das Auge hin. Und hier drüben male ich das andere Auge. Dann weiß ich schon mal, wo der Kürbis hinpasst. Jetzt kommt Punkt 2. Wir haben jetzt das dünn vorgezeichnet. Nein, ich noch nicht. Wenn du fertig bist, darfst du dann auch Punkt 2 machen. Und jetzt ziehen wir die wichtigsten Linien nochmal dick nach. Dazu kann man jetzt auch einen normalen Bleistift, einen mittelharten Bleistift nehmen. Also HB steht da drauf. Und 2B würde auch gehen, genau. Also die allerwichtigsten B. Linien ziehe ich mal nach. Im Prinzip zeichnen wir unsere Vorzeichnung jetzt schon zum dritten Mal, weil wir haben ja einen Entwurf gemacht. Dann haben wir jetzt mit einem harten Bleistift vorgezeichnet und zum Schluss jetzt ziehen wir mit einem mittelharten Bleistift die allerwichtigsten Linien nach. Dadurch haben wir jetzt
unser Bild immer mehr perfektioniert und zum Schluss nur noch die Linien, die wir wirklich brauchen. Und jetzt, wenn die Vorzeichnung fertig ist, kann man alles wegradieren, was dünne Linien sind. Dann verschwinden alle Linien, außer die, wo wir gerade doll aufgedrückt haben. Ja, die bleibt dann trotzdem, die Linie, wo man das aufgedrückt hat. Ja. Und jetzt habe ich meine Vorzeichnung und alle überflüssigen Linien sind weg. Wir haben hier vorgezeichnet, ganz dünn, dann nachgezogen, dick. Jetzt haben wir alle Linien wegradiert, die uns zu viel waren, gell? Die wir eigentlich falsch gemalt hatten aus Versehen. Und jetzt ist nur noch unsere Vorzeichnung übrig. Das wollen wir malen. Und jetzt kommt die größte Fläche als erstes. Was ist denn die größte Fläche bei mir hier? Ausnahmen. Der Himmel ist das allergrößte, genau. Und da mache ich jetzt Wasser drauf. Als erstes auf die größte Fläche Wasser. Und als nächstes dann die Farben. Und wo mache ich das Wasser hin? Ich mache das Wasser auch in den Geist. Weil der ist durchsichtig. Den wollen wir ja dann so hinkriegen, dass der durchsichtig aussieht. Den Mond spare ich aus, da kommt, weil der Mond ist kein Himmel. Und auch nicht in den Kürbis rein. Wir malen alles nass und ich male auch hinten über die Bäume gerade nass, weil die Bäume sind nachher schwarz. Und schwarz kann sehr gut über andere Farben drüber malen. Deswegen brauche ich die gar nicht aussparen. Ich male jetzt hier nur nicht auf den Kürbis und nicht auf den Mond. Mache ich überall Wasser hin. Und jetzt muss ich mir überlegen, wie ich meinen Himmel machen möchte. Ich mache den, glaube ich, so blau und lila und schwarz. Damit er gut aussieht. Und das Gras male ich jetzt auch nicht unbedingt rein. Okay. Ich wollte auch blau, lila und schwarz. Blau und lila und schwarz. Ich fange mal mit blau an. Und ich rühre das richtig schön um, bis es schaumig ist. Dann färbt das gut, weil wir wollen jetzt ja eine dunkle Farbe. Wenn man jetzt nämlich alles einfach nur dunkelblau malt, dann ist der langweilig. Deswegen mische ich jetzt die Farben. Das nehme ich mal lila. Ich male aber gar nicht unbedingt rein in das Blau von eben, sondern ich male hier so daneben. Nächste Stelle. So. Das Lila ist auch ganz schön dunkel, weil da noch das Blau dabei ist. Oh, kann ich noch ein bisschen mehr Lila nehmen. Jupp. Und dann wieder ein bisschen blau. Ich mache das unterschiedlich. Manchmal nehme ich blau, manchmal nehme ich lila. Oh, das ist jetzt schön. Wann nimmst du schwarz? Schwarz kommt dann erst für die Bäume. Oder ein bisschen Himmel mal sehen. Ich gucke mal, wie es aussieht mit blau und lila. Und dann entscheide ich, wo das Schwarz hinkommt. Auf Mond muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht aus Versehen reinmale. Oh ja. Jetzt nochmal lila. Und hier, wo es so eine Linie machen möchte, male ich einfach nochmal drauf. Weil ich möchte nicht, dass das jetzt eine Linie bildet im Himmel. Ich versuche, dass das ohne Linie eine einheitliche Fläche wird. Zack, du musst nicht lila, nein, du nimmst die Farben, die du magst. Du musst auch ein bisschen rot mit reintun oder was du magst. Und über meinen Geist male ich gerade drüber. Da habe ich jetzt ein bisschen Pech, den muss ich nachher dann nochmal mir überlegen, wie der aussah. Aber dann sieht der cooler aus, wenn ich den jetzt erstmal übermale. So. Jetzt machst du gerade in deinen Baum malen, oder? Hm, die Bäume werden nachher schwarz, die kann ich oben drüber malen. Das Gras will ich nicht ganz schwarz machen, deswegen male ich da lieber jetzt nicht so doll rein. Ich würde das Gras dunkelgrün machen. Und jetzt probiere ich gleich mal was Cooles. Jetzt probiere ich, ob ich den Geist da wieder ein bisschen rausholen kann. Weil so ein Geist, der ist zwar ein bisschen durchsichtig, aber ein bisschen auch blau, ne? Also so Hintergrundfarbe. Deswegen probiere ich das jetzt mir mal rauszuputzen. Ja. Weißt du noch, wie putzen geht? Das habe ich jetzt schon erklärt. Wie macht man das? Mit dem sauberen Pinsel abtrocknen. Ja, sehr gut. Sauberen Pinsel abtrocknen. Und dann in den Nebel rein. Und dann da, wo man putzen möchte. Wo geht er lang, mein Geist? Hier. Ist das der Geist? Ja. Dann kann man die Farbe, solange wie sie nass ist, nämlich noch raussaugen. Also auswaschen, abtrocknen und raussaugen. Mal sehen, ob ich meinen Geist wiederfinde. Wo ist der denn? Ich kann ihn schon sehen. Du siehst ihn jetzt schon. Die Linie. Also die, nur diese ist die, geht da so lang. Gut.
Ja, da ist mein Geist. Und hier oben muss doch irgendwo das Gesichtchen sein von ihm. Das sieht er doch schon richtig durchsichtig aus. Das hier wird mein Geist. Ein bisschen schwarz an die Seiten, dass es dunkler aussieht. Dann nehme ich hier so Gouache und wasche meinen Pinsel richtig aus. Ich habe jetzt den Himmel schon fertig, ja, der ist aber noch nass. Und jetzt nehme ich hier den Pinsel und das Weiß. Der hat aber jetzt gar nicht so viel Wasser drin, der Pinsel. Ich habe den gerade abgetrocknet. Kann ich auch in den Kürbiswasser machen? Nein, der Kürbis wird ja dann anders. Der wird ja nicht Himmel. Also nicht so ganz so viel Wasser nehmen. Und Gouache. Kann ich in das Glas? Und jetzt mache ich da, wo der Mond hinscheint, auf die Wolken, schon mal so ein bisschen so das Licht. Ne? Also meine Wolken sieht man eigentlich gar nicht. Man sieht nur da, wo es hinscheint. Und dann kann man mit dem Finger hier so ein bisschen das rein vermischen. Schwupp, und dann hat man hier eine Wolke. Können wir auch hier noch, hier unten noch eine hinmachen. Ein bisschen verwischen. Schwupp. Und auf der Seite, da leuchtet es auch von der Mondseite dran. Schwupp, vielleicht auch hier noch ein bisschen. Meistens sind das mehrere Wolkenschichten, die da leuchten. So eine Wolke ist ja ein bisschen fett. Gut. So, jetzt habe ich hier schon Wolken. Gehen ganz schnell. Noch eine kleine Wolke hinmachen. Okay, jetzt zeige ich dir, wie man solche schwarzen Bäume malt. Das sieht man bei mir gar nicht mehr, die Vorzeichnung. Ne? Da muss ich jetzt ein bisschen raten, wo das war. Und wir testen jetzt mal hier diesen Fächerpinsel, heißt das. Wenn du so einen Fächerpinsel nicht hast, ist das nicht schlimm, dann nimm einfach einen normalen Borstenpinsel. Wichtig ist, dass jetzt der Hintergrund wirklich getrocknet ist, bevor du die Bäume drauf malst. Jetzt geht's los. Also schwarz. Und jetzt fange ich an, immer da, wo ich einen Baum haben möchte, mache ich erstmal mir eine Linie. So, das ist der Stamm. Und dann versuche ich mit der kleinen Ecke hier ganz, ganz kleine Muster hier zu machen. Weil oben ist der ja ganz spitz, der Baum. Ne? So, dann mache ich hier nur kleine Muster. Und jetzt kann ich immer mehr von dem Pinsel benutzen und wackel immer hin und her. Und da kommt da ein Baum raus. Soll ich noch einen machen? Ja. Ich mache jetzt den nächsten nicht gleich groß, sondern anders. Ne? Weil wenn du bei uns aus dem Fenster schaust, siehst du, die sind immer so unterschiedlich hoch, die Bäume. Und die Gardine musst du dann wegmachen. Da können wir auch nochmal die Gardine wegmachen. Kannst du nochmal aus dem Fenster schauen. Also wieder mit der Spitze starten hier. Und dann immer mehr vom Pinsel benutzen. Und hin und her wackeln. Also ich wacke immer so hin und her, wie so eine Nähmaschine so ein bisschen. Hin und her und hin und her. Und es ist gut, wenn hier unten nicht so viel rausschaut. Also hier unten lieber ganz dunkel sein und oben kann es ein bisschen so aussehen. Okay, den nächsten machen wir hier hin. Zuck, 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 zuck. Und immer mehr vom Pinsel benutzen. Und unten schön schwarz sein. Ich versuche nicht ganz so sehr in meinen Kürbis reinzumalen, weil schwarz ist da nicht so einfach wieder zu übermalen, ja. Hier das gleiche bei der Wiese. Am besten malst nicht zu sehr in die Wiese rein, sondern lieber nur da, wo du keine Wiese hinmalen willst. Ich mache jetzt hier mal schon so ein bisschen Wieseform. So, sieht schon aus wie Wiese, ne? Genau. Und gut mit dem Pinsel malen. Der malt auch Wiese ganz gut. So, da kommt noch ein kleines bisschen Baumrest. Oh, weißt du, was bei uns ganz schwierig ist? Wir haben, es soll ja dunkel sein. Dann haben wir den Mond, der scheint von hinten an den Kürbis dran. Und der Kürbis, der soll auch leuchten. Ich will nämlich, dass der so innen ein Licht drin hat und so aus den Augen und aus dem Mund leuchtet. Dann musst du gelb in den Augen. Dann muss ich das Gelb Leuchtgelb in den Augen. Ja, und eigentlich fast weiß, oder? Hier
mache ich das einfach mit Wasser. Ich habe jetzt gerade hier kein Weiß, deswegen kann ich auch Wasser nehmen. Boah, ich wünsche es für mein Bild. Aber weißt du, was ich gerade sehe? Mein Mund ist gar nicht gut rund. Was gibt es denn hier? Kann man das ein bisschen runder machen? Zack. Und ich versuche mal nicht in meine Hexe reinzumachen. Du kannst auch ein bisschen Wasser dazu nehmen. Also Weiß und Wasser. Weil wenn ich jetzt Wasser dazu male, was passiert dann, wenn ich jetzt gleich die Punkte reinmale? Das sind ja so Mondkrater, ne, die wir dann reinmalen wollen. Und wenn das jetzt nass ist mit Wasser dabei, was passiert dann? Dann läuft das rein. Das verfließt, ja, genau. Weil der Mond hat ja so Mondkrater, aber die sieht man ein bisschen unscharf eher. Deswegen mache ich es mit Wasser. Wasser und Weiß. Und dann schauen wir mal, ob das jetzt klappt. Zack. Und jetzt müssen wir nur noch uns daran erinnern, wie das aussah hier beim Mond. Der hatte hier so eine große Stelle. Und noch so kleine Stellen. So vielleicht. Ja. Und wenn das noch nicht so gut fließt, dann machen wir wieder unseren Verwaschtrick. Pinsel sauber machen. Pinsel trocken machen. Und an der Linie ein bisschen hin und her wackeln. Und dann verfließt es. Weil das noch nass ist, verfließt das richtig gut. Also der Mond, der leuchtet von hinten an den Kürbis ran. Und der Kürbis leuchtet selber aus seinen Augen raus. Aber dann kriegt der eigentlich hier vorne gar nicht so viel Licht ab. Also so richtig dunkel. Sehr dunkel. Das fließt sogar so ein bisschen rein hier. Es ist doch kein Orange, schwarz. Das ist jetzt ein ganz dunkles Orange. Der soll aber richtig leuchtend aussehen. Weißt du, wo wir da gleich Orange machen? Innen ins Fruchtfleisch, weil das kriegt viel Licht ab. Hier, wo der Mond kommt von der Seite, wo der Mond jetzt gar nicht so hinkommt, mache ich noch dunkler. Da nehme ich richtig schwarz. Aber der Kürbis ist doch nicht schwarz. Nein, aber der ist, wird nicht beleuchtet. Und wenn du kein Licht hast, dann wird es schwarz. Da nehme ich jetzt einfach schwarz. Guck mal so. Und das male ich hier noch rein. Ich habe ja hier meine Rillen. In den Rillen, da ist es ganz dunkel. Da ist es schattig. Gut. Hopp. Und den Stiel auch, den kann ich ganz dunkelgrün machen. Was ich jetzt machen muss, ich muss warten, bis trocken ist, weil sonst verfließt mir das da rein, ne, wenn ich jetzt orange malen will. Also warte ich kurz, mache hier mal Pause. Wenn eine Farbe im Farbkasten sehr verunreinigt ist, dann kann man die einfach mit Wasser mal richtig anlösen, die Verunreinigungen, und dann mit dem Küchentuch rauswischen. Dann ist sie wieder sauber und leuchtet schön. Mit diesem tollen Orange kann ich jetzt das Fruchtfleisch malen. Weil meine Perspektive, mit der ich das Bild gemalt habe, das nennt man Froschperspektive. Also von unten schaue ich so auf diesen Kürbis drauf. Deswegen muss man an den Seiten und oberhalb Fruchtfleisch malen. Da, wo der Mond auf den Kürbis scheint, außen, da habe ich die hellen Linien verstärkt mit Gouache, mit Weißer. Und auch über den Kürbis mache ich jetzt hier noch Orange drüber. Ich fand den ein bisschen zu gelblich. Genau, und das geht ganz gut, wenn man zügig arbeitet, dann löst sich die untere Schicht nicht wieder an, sondern man kann das einfach so ein bisschen rein verblenden. Mit etwas Gouache im Hellgrün mische ich jetzt ein Grün, was über die dunklen Töne drüber malen kann. Da, wo es aus dem Kürbis rausscheint, wird das Gras richtig hell, aber nur in dünnen Linien, denn nur die Außenseite von den Grashalmen leuchtet.
Hier nehme ich jetzt einen ganz normalen Pinsel für die Bäume. Das geht genauso gut. Also wenn du nicht so einen Fächerpinsel hast, dann kannst du das auch mit einem normalen Pinsel versuchen. Noch so einen kleinen Kringel dran. Und das sind jetzt wirklich nur noch Feinheiten, die ich da korrigiere. Jetzt alles abdecken, was keine Sterne haben darf. Und mit verdünnter Gouache mal draufspritzen auf das Blatt. Das kann man machen, indem man einfach den Pinsel mit ziemlich viel flüssiger Gouache auf die andere Hand vorsichtig draufschlägt. Dann kommen da ganz viele Sterne. Jetzt wird es interessant. Ich habe den Geist gemalt. Dazu ziehe ich als erstes die Außenlinie mit weißer Gouache. Am Anfang war sie ein bisschen sehr flüssig, deswegen habe ich dann nochmal mehr Gouache, weniger Wasser genommen. Und ziehe das ein paar Mal nach. Und dann kann man mit einem Pinsel, der nur ganz leicht nass, aber ansonsten sauber ist, kann man das nach innen verblenden. So kriegt er dann sein durchsichtiges Aussehen. Da habe ich noch kleine Ärmchen ran gemalt. Das sah nämlich sonst ein bisschen langweilig aus. Ja, gut. Zwei Ärmchen. Manchmal muss man über die Gouache nochmal drüber malen. Wenn die zu viel Wasser dabei hatte, dann deckt sie nicht so richtig. Dann kann man das einfach nochmal nachmalen, dass da mehr Pigment auf dem Papier ist. Und wo es gar nicht so sehr weiß sein soll, kann man es wieder wegsaugen. Entweder mit dem Pinsel oder jetzt, wie ich das gerade gemacht habe, mit dem Küchentuch, damit es innen eben durchsichtig bleibt. Ich trage dann einfach immer nochmal Gouache nach und jetzt hier zum Schluss direkt aus der Tube, also unverdünnt, habe ich nochmal ein paar Linien nachgezogen. Dann erstmal trocknen lassen, wenn man da fertig ist, bevor dann das Gesicht drauf gemalt wird. So, und während hier der Geist trocknet, male ich da nochmal den Baum ein bisschen nach. Der ist nämlich noch recht grau gewesen. Auch die Sterne sind wieder ein bisschen heller geworden, als sie jetzt getrocknet sind. Deswegen nehme ich nochmal Gouache direkt aus der Tube und male nochmal die Mittelpunkte von den Sternen. Vor allem von denen, die so leuchten, den ich so Leuchtstriche mit rangemalt habe, habe ich nochmal in der Mitte Gouache draufgesetzt. Pur, also unverdünnt. Auch in den Kürbis, also in den Augen und in der Nase und im Mund, wo es ganz, ganz weiß sein soll, mache ich nochmal direkt unverdünnte Gouache drauf, damit es richtig schön nach Licht aussieht. Jetzt verstärke ich nochmal nach unten in die Schatten im Kürbis. Und dann fehlt noch das Gesicht vom Geist. Das male ich mit dem dünnen Pinsel rein. Der ist jetzt trocken. Da kann ich den Mund und auch die Augen reinmalen. Hups, da habe ich vergessen, dass der Mund ja noch gar nicht trocken ist. Schnell mit einem Küchentuch drauftupfen, dann saugt es den Fehler wieder weg. Ich nehme jetzt einen Föhn und föhne kurz den Geist. Dann lässt sich der Zahn nämlich auch draufmalen, den ich gerade malen wollte. Zum Schluss darf auch noch eine kleine Fledermaus mit aufs Bild. Ich bin gespannt, ob du Fragen hast. Schreib sie einfach in die Kommentare. Ich freue mich, wenn du mir folgst, weil ich werde jetzt zukünftig meine Kindermalkurse mitfilmen und da kommen noch viele Videos. Viel Spaß beim Nachmachen!